Weiter geht's. Ein neuer Part von Crystal Plus. Ich will mal hier noch reinschauen. Was hier noch so rumkreucht und fleucht. Level 4. That's tough, Mann. Okay, hier scheint irgendwie das Gras nicht mitgelevelt zu haben. Wer bist du? Genau. Und jetzt gehen wir wieder, müssen wir halt wieder alles leider zurücklaufen. Das ist ja schnell gemacht. Ich hätte das natürlich auch offscreen machen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr daran gedacht. Soll es geben. So. Laufen wir geschwind wie der Wind zurück. Schauen wir doch, was wir noch so machen können. Ja. Ist er schon zielstrebig daran vorbeigelaufen? Holen wir uns noch die Kanne hier. Gib mir Kanne. So, danke. So. Danke. Ich muss jetzt zuerst noch mit ihrer Schwester reden, weil vorher wollte sie es mir nicht geben. Warum auch? Ich tückischer Fiesling, ich. Ja, mir fehlt noch ein Wasser-Pokémon. Fällt mir gerade auf. Die Frage ist, was wir da nehmen wollen. Gibt da nicht viele tolle hier in der. Also, ich wollte ja eigentlich mal Felino haben, aber irgendwie ist das nicht mehr gespawnt, weil Moorlord ist schon ein cooles Vieh. Was ich auch gerne mal hätte und nie gehabt habe, ist eine Mantrax. Das ist Rumpup. Dieser Rochen. Da rutscht wieder das Headset von der Rübe. Das ist nicht so praktisch. So, dann wollen wir doch mal gucken. Lasst es mich wissen, was hier. Sonst die anderen, die sind nicht so. Na, das ist nicht so das Wahre. Ein bisschen, ja, möchte es begießen. So, da kommt der Mogelbaum. Möchte nicht, geh weg, danke. Genau. Wie war hier? Wir behalten uns das mal im Hinterkopf. Was hier sonst noch so. Was spawnt denn hier sonst noch so schönes? Außer Fukano. Taboga habe ich selber. Ja, okay. Das ist relativ überschaubar, was hier so spawnt. Dann gehen wir uns hier gleich mal heilen. Ah, Bill. Hey Bill, du altes Stück Zement. Hi, I'm Bill. And you? Zilu. You're my right turn. Just finish. Time Capture. Ja. Entschuldigung, ich muss gerade gehen. Das Wetter macht richtig müde. Naja, egal. So, könntest du mal ein bisschen Gas geben? Geh mal weg. So, danke. Würde hier gerne mich mal heilen. So. Crystal muss man ja in den Turm, weil Morty ja noch nicht da ist. Genau. My name is Yuzin. I'm on the trail of a Pokemon named Tsuchin. And you are? Zilu! Glad you meet. I had rumors that Tsuchin is in this burned tower, so I came to look. But where exactly could it be? Weiß ich das? Da ist der Dicke. Sollen wir mal gucken, ob hier mal noch was spawnt? Spawne eher was. Magby. Nee, ich will kein Magby. Ich will was Tolles. Zeige er mir was Tolles. Nicht Magby. Smogon! Nee. Die geben aber gute Erfahrungspunkte.
Sonst noch was, außer diesen zwei Vögel? Genau, da brauche ich ja Zertrümmerer. Nebulok. Nee, ich auch nicht. Irgendwie fehlt hier einen Aufgang. Kann das sein? Hier sollte doch normalerweise noch eine Ding sein. Naja, egal. Ho! Aber ich habe ja leider schon ein Feuer-Pokémon. Makargo ist schon ein lustiges Pokémon. So, da komme ich nicht dorthin, wo ich gerne hin möchte. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Weil hier bin ich dann definitiv underleveled. Die brauche ich mich nicht mit Trainern anzulegen. Kangaskhan. Die sind stark. Hatte ich auch noch nie. Und kann ja auch sehr viele tolle Sachen erlernen. Also. Aber ich brauche halt dringend ein Wasser-Pokémon irgendwie. Ich hätte halt gehofft. War das jetzt so ein Glückstreffer, dass in eine von einer Million hier Kangaskhan spawnt? Könnte gut sein. Naja, dann wollen wir noch gucken, was wir hier drüben noch finden können. Weil ich glaube, wir kriegen keine Angel hier noch. War mir einfach wichtig, hier nochmal kurz reinzuschauen. Bisschen das Headset wieder richten. Ultraball, danke. Ja, weiter kommen wir hier sowieso nicht. Können ja noch in die Höhle reingucken, was wir hier noch so für Pokémon finden. Radikal. Die sind uns dann auch wieder überlevelt, also sind höher als wir. Golbat. Haben leider schon ein Flug-Pokémon. Uff, nee. Aber hier kann man gut trainieren. Das heißt, das ist auch einfach, da alles zu leveln. Na, das ist so ungefähr das, was wir hier so erwarten können. Jo. Was machen wir jetzt? Das ist die gute Frage. Ich hätte ja trotzdem gerne mal noch geguckt, ob wir ein bisschen an den Trainern da vorbeikommen. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir hier keine weitere Angel bekommen. Weil einer müsste uns da ja noch was geben, dann in der nächsten Stadt unten, wo wir theoretisch auch schon hinkommen. Aber natürlich müssen wir da ein bisschen aufpassen. Oh, Mittelkampf. Der Hass. Magnetilo? Leider haben wir schon ein Donner-Pokémon. Bin fast gewillt, nochmal zu schauen, ob ich irgendwie Kangaskhan kriegen kann. Weil eigentlich müssten wir jetzt schon wieder leveln. Ich glaube, so auf Level, ich würde sagen, Level 30 muss schon sein. Weil die dritte Arena-Leiterin war auf meinem Level jetzt. Dann müsste der nächste müsste schon ungefähr auf dem Level sein. Ja, jetzt spawnt natürlich das Kangama nicht mehr. Das war eigentlich so eine 1 zu 1 Milliarde Möglichkeit und ich hab's ja wieder versemmelt. Ah. Undermon leider auch nicht, weil wir haben ja ein Feuer-Pokémon. Würde gerne es trotzdem nochmal probieren, an einen Kangaskhan ranzukommen. Weil dann haben wir das und dann holen wir uns für den letzten Slot dann noch ein Wasser-Pokémon. Ich hätte sogar gesagt, ein Mantaronder. Jetzt kommt natürlich der, aber nicht den ich gerne hätte.
Es ist natürlich klar, das ist so dieser eine zu eine Milliarde Zufall, dass da eine Ding spawnt, ein Kangama, und jetzt spawnt's halt nicht mehr. Das ist halt, das ist immer so ein bisschen das Ärgerliche. Das passiert mir noch öfters in diesen Hacks. So wie mir Felino 100 Mal während der Aufnahme gespawnt. Und dann, wenn ich es erfangen wollte, oder mich dazu durchgerungen habe, es fangen zu wollen, dann ist es einfach nicht mehr gespawnt. Ja. Vielleicht gibt es hier noch einen anderen Grasbüschel, den wir besuchen können. Weil an dem kommen wir vorbei. Ja, aufpassen. Aber an ihr kommen wir. Eben, es gibt hier ein paar, da kommst du nicht mehr vorbei. Aber hier kommen wir gut vorbei. Aber jetzt. Ja, es ist schon lustig. Ich kann das dem Hack natürlich auch nicht negativ auslegen. Aber es ist halt schon lustig, dass immer du so dieses Glück hast, irgendwas zu kriegen, das, glaube ich, irgendwie alle 300 Jahre mal eine Spawnrate hat. Und du dann halt, weil du im ersten Augenblick denkst, na, kommt sicher nochmal wieder, kommt dann nicht wieder. Ich will keinen Miltank. Ich schon gerne einen Kangama mal. Habe ich selber noch nie trainiert. Komm, wir killen mal was. Vielleicht lässt das ja noch andere Pokémon spawnen. Wer weiß. Wäre schön. Muss ich dann offscreen halt mal schauen, ob ich noch. Nee, leider nicht. Ich glaube, ich habe mein. Nein! Natürlich wieder den falschen Augenblick. Oh, das geht aber noch. Die sind nicht wirklich overleveled. Nee, Whirlwind will ich nicht erlernen. So. Dreht sich da jetzt ein bisschen im Kreis noch. Das ist schade. Ich krieg's, glaube ich, leider nicht mehr auf den Radar. Ja, es war einer dieser 1 Milliarden Chancen. Ich hab sie versemmelt. Das tut mir leid. Naja. Aber es ist jetzt ja gerade eh gut. Dann kann ich noch gleich abspeichern gehen. Und dann würde ich dann auch hier sagen, werde ich hier versuchen, bis auf Level 30 alles zu leveln. Dass wir dann im nächsten Part nochmal weitermachen können. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Crystal Blossom. Bis dann sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.